also sieht das aus, wenn man abspeckt. Warum sage ich das? Weil diese Firma, die dieses Auto gebaut hat, normalerweise dafür bekannt ist, LKWs ab 8 Tonnen aufwärts zu bauen. Und meist sind sie dann eher 12 Tonnen oder schwerer. Was haben wir hier? Wir haben die FÜS Lightline, nennt sich das. Ein Iveco Daily mit Kabinenaufbau. Wir sind so bei 6,5 Meter Fahrzeuglänge insgesamt und knapp über 5 Tonnen. Ist also ordentlich abgespeckt. Und will man noch ein bisschen mehr Gewicht sparen und vor allem Geld sparen, dann kommt zuerst dieser Bullfinger weg und die fetten Reifen, die einen ordentlichen Schlag extra kosten. Aber grundsätzlich ist das ein spannendes Konzept, was den Extrablick heute mal auf jeden Fall wert ist. Schauen wir uns erstmal die Basis an. Das ist der Iveco in der 7-Tonnen-Variante mit langem Radstand. Dementsprechend ist sehr viel Platz für eine große Wohnkabine. 4,60 Meter ist die lang, besteht aus GFK-Sandwich, 60 mm Boden, 60 mm Dach. Bei dem Fahrzeug noch mit 40 mm Seitenwänden, aber künftig werden auch das 60 mm sein. Es gibt Fenster für Bad und Bett, große Tür, eine sehr solide Treppe. Und vor allen Dingen, was beeindruckend ist, ein Stauraum, den andere schon als Reisemobil bezeichnen würden. Mit gut 2300 Litern Volumen hat man hier wirklich überdurchschnittlich viel Platz zur Verfügung. Die Kabine ist nicht angeschrägt, die ist einfach rechteckig, das ist preisgünstig. FÜS versucht auch ein bisschen preisbewusster hier zu gestalten. Das ist Aluminium, hier gibt es auch Befestigung fürs Sonnensegel. Und was man deutlich sieht, hier hinten am Heck hängt kein Ersatzrad. Das ist vorne auf dem Fahrerhausdach. Na, ob das so optimal für ein Ersatzrad ist? Eher nicht. Betrachtet man Schwerpunkt, Sonneneinstrahlung und die scheuernden Spanngurte, zumindest eine Ersatzradabdeckung wäre hier sinnvoll. Um das mal gleich vorwegzunehmen, der Wagen, so wie er hier steht, mit der Sonderausstattung, liegt bei über 270.000 Euro. Da gehören die anderen Räder zu, die ganzen Stauboxen, der Dachgepäckträger, das ist alles optional. Der Startpreis ist ein paar tausend Euro günstiger. Abzüglich ein paar tausend bleiben dann immer noch 257.000 Euro als Basispreis übrig. Was darf man denn dafür unter der Haube erwarten? Für diejenigen, die den Iveco nicht kennen, hier steckt ein 3 Liter großer Vierzylinder drin mit um und bei 180 PS. Kombiniert mit einem Heimatic-Automatikgetriebe. Das fährt sich im Gelände ganz fantastisch. Und das ist ein ganz schönes Detail. Der Iveco hat eine Druckluftanlage. Die braucht er nicht für die Bremse, sondern nur für die Bedienung des Allradantriebs und der Sperren. Und deswegen ist hier auch immer gleich schon eine Kupplung dran, um den Reifenluftdruck anzupassen. Jetzt aber mal genug der Theorie. Natürlich wollen wir auch wissen, wie es sich beim FÜS Leichtbau hinter dem Steuer anfühlt. Ein Schlag über 5 Tonnen ist für ein Iveco Daily ein gutes Maß. Nicht außergewöhnlich, aber gut. Für die Firma FÜS ist es allerdings eine Sensation. In der gesamten Explorer-Zeit habe ich nie ein Fahrzeug von FÜS gefahren, was weniger als 8-9 Tonnen gewogen hat. Und jetzt haben wir also die FÜS-Bauqualität auf einem leichteren Fahrgestell. Und das macht echt Spaß zu fahren. Wir haben hier den Iveco Daily mit langem Radstand und das merke ich im Gelände. Da muss ich ein bisschen aufpassen, aber mit der Dreipunktlagerung ist das alles sehr soft. Es fährt sich gut und die Kabine ist nicht zu breit. Wir haben einen guten Blick nach hinten hier. Also das ist echt souverän. Natürlich nichts mehr fürs schwere Gelände, aber ich komme auf meiner Weltreise auf jeden Fall an jeden Fleck, den ich mir erträume. Mal grundsätzlich zum Daily hier im Gelände. Wir haben ja den Permanentallrad, den ich in der Mitte sperren kann, in der Hinterachssperre und an der Vorderachssperre, Untersetzungsgetriebe und ich kann die Lüfter abschalten, wenn ich tiefe Furten fahre. Das ist also nach wie vor hochgeländegängige Technik und die reicht mehr als aus für ein Reisemobil. Wir sind jetzt hier zum Beispiel von einer schlammigen Waldauffahrt. Ich habe jetzt das Mitteldifferential gesperrt und die Hinterachse gesperrt, damit ich da nicht wegrutsche. Und mit dem Automatikgetriebe muss ich noch nicht mal drüber nachdenken, was ich schalte, aber ich wähle mir tatsächlich lieber manuell den ersten Gang aus, dass er nicht anfängt, da im Hang zu schalten.
So, und dann kann man wirklich ganz entspannt auch solche Passagen bergauf kriechen. Und viel mehr macht man mit einem Reisemobil dann ja auch nicht mehr. Was in diesem Fahrzeug besonders ist, wir haben sehr teure Sonderbereifung hier drauf. 19,5 Zoll Felgen von Garbo mit 305/70er, die auch als 7-Tonner noch die ausreichende Traglast haben. Das kostet richtig viel Geld extra und sowas braucht man eigentlich nur in solchen schlammigen Passagen. Das ist eine Option, die ich als verzichtbar sehe. Dafür liegt der Iveco mit dieser Bereifung deutlich satter auf der Straße und legt ein besseres Fahrverhalten an den Tag, was sich besonders in Kurven und bei Ausweichmanövern bemerkbar macht. Was nicht so viel Spaß macht, das ist der Blick auf die Preisliste. 257.000 soll das Basisfahrzeug kosten. Hier sind wir nochmal fast 20.000 drüber mit ein bisschen Sonderausstattung. Das tut weh. Aber zum guten Teil liegt das eben auch hier am Basisfahrgestell. Der Iveco Daily ist ein sehr teures Fahrzeug geworden. 100.000 Euro Minimum sind jetzt mittlerweile zu zahlen, nur für das nackte Fahrgestell. Und dann kommt eben noch der Aufbau dazu. Das ist also mit ein echter Schlag ins Kontor. In der Tat gibt es in der Sprinterklasse günstigere Alternativen, aber der Preis allein ist ja auch nicht alles bei einem Reisemobil. Deshalb verlassen wir jetzt mal die Piste und sehen uns an, was uns der kompakte FÜS im Innenraum zu bieten hat. Wenn also das Ziel ist, sich von 10 Tonnen runterzuarbeiten auf 5, die wir ja hier als Leergewicht etwa haben, dann heißt das, ich muss sehr viel einfacher denken. Und wenn man einfacher denkt, heißt das, man bezieht sich auf Standardprodukte, Standardmaße. Und die finden wir hier in dem Aufbau an ganz vielen Stellen. Fangen wir mal hier mit dem Segment Sitzgruppe an. Die klassische Dinette mit Platz für 4 Personen. 90 cm ist sie breit, 1,95 m lang. Wenn ich den Tisch absenke und die Polster hinlege, habe ich also ein weiteres Bett zur Verfügung. Das Ganze ist auf einem erhöhten Podest, das heißt, ich kann schön rausgucken aus diesem sehr großen Fenster. Und in den Sitzbänken ist jeweils die Technik untergebracht. Auf der Seite die Elektrik, hier die Heizung und Wasserinstallation. Das ist also ein Modul, was einfach wunderbar funktioniert und sich seit Jahrzehnten bewährt hat. Warum auch soll man das Rad immer wieder neu erfinden, wenn es doch bereits bewährte Lösungen zuhauf gibt? Der zweite Bereich hier in dem FÜS Lightline-Fahrzeug, der Normmaße hat, ist das Bett. Ganz klar definiert, 2 Meter mal 1,40 Meter, so wie wir das von zu Hause kennen, reicht völlig aus. Die Kabine ist etwas breiter, deswegen ist da drüben am Fußende auch ein bisschen Platz für eine kleine offene Ablage. Es gibt ein Fenster an der Seite, was hoch genug angebracht ist, dass ich nicht nachts ins Rollo trete. Ich habe hier Leselampen, eine Lampe kann ich hier verwenden, aber an dieser Stelle frage ich mich, wie das funktionieren soll oder wie das System gedacht ist, denn ich kann mich hier nicht aufrecht hinsetzen, wenn ich lesen möchte, weil ich da die Oberschränke im Rücken habe. An dieser Stelle könnte ich aber aus dem Fenster schauen und die Leselampe funktioniert also nur, wenn ich hier im Liegen was lesen möchte. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann habe ich eine gute Sitzhöhe, weil hier eben nicht die Oberschränke sind. Dann habe ich hier auch 2 Leselampen, eins rechts, eins links, Steckdosen. Aber dann habe ich das Fenster im Rücken. Mein erster Impuls ist, ich würde das Fenster hier weglassen und das Fenster da drüben anbauen. Dann kann ich hier viel bequemer mich anlehnen. Und wenn ich hier sitze und rumtrödle, kann ich aus dem Fenster gucken. An dieser Stelle einmal die Frage an euch. Seht ihr das genauso wie Martin oder würdet ihr mit diesem Aufbau problemlos zurechtkommen? Schreibt uns das gern mal in die Kommentare. Aber natürlich, Geschmackssache. Hier habe ich das Tageslicht im Rücken. Wenn ich zum Beispiel an so einem kalten, grauen Februartag wie heute hier drin sitze, dann habe ich das Tageslicht, brauche keine Leselampe. Und ich kann auch das Fenster öffnen und habe frische Luft beim Lesen. Und wer nebenbei seine technischen Geräte laden möchte, wird mit ausreichend Anschlüssen und Steckdosen versorgt. FÜS ist immer ein Garant dafür, dass es in technischen Details wirklich sorgfältig und durchdacht ist. Und das zeige ich mal hier, wenn wir mal die Matratze hochklappen.
Es gibt ein Abstandsgewirk zu drei Seiten, dass die Matratze nicht direkt an der Wand liegt. Dementsprechend kann sich da auch keine Feuchtigkeit niederschlagen. Es gibt gute Ausschnitte, um hier an die Tankstutzen zu kommen, um auch mal den Schlauch tauschen zu können. Und hier gibt es extra nochmal einen Warmluftauslass der Heizung, die warme Luft unter die Matratze spülen soll. Das funktioniert noch nicht ganz perfekt, hat jetzt immer die Wärmekamera ergeben. Also wir haben die Wärme nur hier in diesem Bereich. Am anderen Ende kommt nicht so viel an, aber das lässt sich sicherlich noch ein bisschen verfeinern. Schwinge ich mich mal aus dem Bett raus, merke ich sofort, dass mir hier irgendwie ein, zwei Stufen fehlen. Ich könnte zwar übers Bett aussteigen, aber irgendwie eine kleine Leiter wäre da sicher praktischer. Komme ich in die Küchenzeile. Die Küche ist wirklich, wirklich groß für dieses Fahrzeug. Über 1,60 Meter Länge. Hier ganz vorne, direkt neben der Tür, da ist der Gasherd mit drei Flammen und Backofen. Also wirklich gut ausgestattet. Auch hier gibt es ein großes Fenster. Eine Spüle, rechteckig, sehr tief, angenehm. Guten Wasserhahn und es gibt Stauraum zum Umfallen. Also wirklich, wirklich sehr viel Stauraum. Hier haben wir nochmal einen Oberschrank mit variablen Böden. Die kann ich mir also einstellen, wie ich das brauche. Das Einzige, was nicht so üppig ist, jedenfalls für diese Fahrzeuggröße, ist der Kühlschrank. Kompressorkühlschrank mit 85 Litern. Da wäre mein erster Impuls zu sagen, hier würde auch einer mit 100 Litern reinpassen. Und die Schublade für das Besteck lasse ich weg. Die baue ich vielleicht hier hin oder lasse sie ganz weg. Aber ein bisschen mehr Kühlraum, der wäre vielleicht nicht schlecht. Ganz allgemein, die eher schlichte Optik des Ausbaus ist Geschmackssache oder eben eine Frage der Perspektive. Man kann hier auch jede Menge Gestaltungsspielraum sehen. Ein paar Worte zur Technik, die verbaut ist. Hier haben wir es mal aufgemacht. Zuerst die Strombox. Da sieht man auch, wo der Preis herkommt von dem ganzen Fahrzeug hier. Es gibt einen kräftigen 2 kW Inverter, obwohl hier nicht gekocht wird, obwohl es ja eigentlich keine großen elektrischen Verbraucher gibt. Das ist also echter Luxus für den Föhn oder für die Kaffeemaschine. Hier neben sind die Sicherungen, der FI-Schalter. Es gibt eine große Bleibatterie, die sitzt hier mit 210 Amperestunden. Wer da was anderes haben will, kann dementsprechend dann auch hier die Batterie hinstellen. Was man hier auch schön sieht, das ist die Materialauswahl. Das ist jetzt kein Sperrholz, sondern das ist eine Wabenplatte mit HPL-Oberfläche. Ist also sehr robust, aber gleichzeitig sehr leicht. Sieht nur eben aus wie Holz, ist allerdings keins. Und hier im vorderen Teil, da ist die Wasser- und Heizungsinstallation. Gekocht und geheizt wird hier in diesem Fahrzeug mit Gas. Es ist eine Truma Kombi 4 verbaut. Alle vier Luftleitungen, Luftanschlüsse sind auch verwendet. Das heißt, wir haben eine sehr gute Warmluftverteilung hier im Fahrzeug. Hier sind die Haupthähne für Herd und Heizung gut erreichbar. Und auf dieser Seite ist der Wasserfilter mit der Druckwasserpumpe und der Pumpe, die das Duschwasser hier in den Grauwassertank hochpumpt, der hier im Doppelboden ist. Das Ganze sitzt in einer Aluminiumwanne. Das heißt, wenn mal Wasser ausläuft, sammelt sich das hier in der Wanne, kann nicht in die Kabine eindringen. Allerdings, dann hätte ich mir auch gewünscht, dass hier dieser Teil noch mal ein bisschen abgefugt wird, dass es nicht zwischen Wanne und Wand laufen kann. Aber das ist ein Detail. Ich vermute, das ist in 10 Minuten erledigt. Und wo wir schon beim Wasser sind, ein wichtiges Element des Innenraums fehlt ja noch. Ja, hier ganz vorne in der Front ist etwas, was den Namen Badezimmer wohl wirklich verdient hat. Natürlich, hier wo ich stehe, gehört eigentlich noch das WC hin. Da kann man auswählen zwischen allen möglichen Varianten. Deswegen ist hier nichts konkret verbaut. Ich glaube, hier könnte man ein paar Zentimeter einsparen bei der Kabinenlänge. Aber es ist natürlich wirklich sehr viel Platz. Es gibt viel Stauraum. Und dann haben wir noch den Durchgang nach vorne. Auch der ist mit 45 x 95 cm Lichtmaß sehr üppig. Und damit man nicht alles nass duscht, gibt es hier noch den Vorhang. Ja, und diesen schönen Koreanboden, den beduscht man mit der herausziehbaren Brause. Eine Halterung entdecke ich gerade nicht, aber es braucht jedenfalls keine zweite Armatur. Auch hier sind wieder ein paar Gramm eingespart, halte ich für sinnvoll. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, wir haben hier die Baunummer 1 im Test. Ein paar kleinere Macken wie die fehlende Halterung können bei nachfolgenden Fahrzeugen leicht korrigiert werden.
Insgesamt trumpft die FÜS Lightline mit guten Ideen auf und dürfte für viele Reisende eine interessante Option sein. Trotzdem, 257.000 Euro Basispreis sind kein Pappenstiel. Spannend ist die Frage, ob man bei diesem Abspeckprojekt sogar noch mehr einsparen und den Preis auf unter die Marke von 200.000 Euro senken könnte. Wie seht ihr das? Würdet ihr mit der FÜS Lightline auf Reisen gehen? Schreibt es uns in die Kommentare.